Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, jetzt wo ich hier sitze, ist die Nacht vom 15. auf den 16.02.2023. Es ist 2 Uhr und es hat einen ganz besonderen Grund, dass ich hier um diese Zeit sitze und das Video bearbeite. Denn ab dem 16.02. gibt es hier in Köln für 5 Tage ein ganz seltsames Fest. Ein Fest, an dem fröhlich Lippenherpes und andere Krankheiten verbreitet werden und irgendwie jeder mit jedem total befreundet ist. Erwachsene Menschen in albernen Kostümen singen alberne Lieder über Köln. Menschen, die sich gar nicht kennen, die liegen sich schunkelnd in den Armen, singen Lieder von Freundschaft in Gölle und ab Mittwoch gucken die sich nicht mehr an. Und warum ich euch das erzähle? Diejenigen, die länger dabei sind, die wissen das. Leider findet dieser Karneval sozusagen direkt vor meiner Haustüre statt. Und das ist laut, so laut, dass ich eigentlich gar kein Video bearbeiten kann. Deshalb, meine Lieben, wenn am Dienstag kein Video kommt, dann hat's einfach nicht geklappt wegen der Geräuschkulisse. Dann schiebe ich das Video Mittwoch nach, aber schaut erstmal Dienstag rein, vielleicht bekomme ich es ja doch hin. Ja, fangen wir mal an. Ach so, nee, das war das Falsche, das hier. Ja, wo ich gerade so beim Thema Karneval war. Es gibt hier so einen Spruch, der heißt, man kleve am Leve, also wir kleben am Leben. Das kann natürlich jetzt jeder sehen, wie er mag. Es gibt einige, die sagen, ach ne, ist mir egal, ich bin froh, wenn der Quatsch vorbei ist. Andere bestätigen das. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jeder, egal wie er das nun sieht, sich schon einmal Gedanken darüber gemacht hat, was passiert, wenn ich sterbe. Und auch da gibt es dann wieder verschiedene Meinungen. Die einen sagen, das ist das alles verschlingende Nichts. Danach existiert man einfach nicht mehr. Einige sagen, wenn man stirbt, dann kehrt man in das Reich Gottes ein und da bleibt man dann. Wieder andere sind der Meinung, wenn man stirbt, dann wird man wiedergeboren. Viele, die eine dieser Möglichkeiten in Betracht ziehen, die sind sich ihrer Sache ganz sicher. Das Problem ist nur, so wirklich beweisen, konnte man weder die eine noch die andere Möglichkeit bisher. Was man weiß, das ist, dass viele Menschen ein sogenanntes Nahtoderlebnis hatten. Das heißt, dass sie zum Beispiel klinisch tot waren und ihrer Meinung nach einen Blick ins Jenseits werfen konnten. Die Anfänge so einer Nahtoderfahrung, die sind oft sehr gleich. In ihren Erzählungen berichten die Menschen darüber, dass sie erst einmal gar nicht gemerkt haben, dass sie tot sind, erst als sie dann ihren eigenen Körper dort irgendwo liegen sahen, der zum Beispiel noch von Rettungssanitätern versucht wurde zu reanimieren oder auf dem OP-Tisch lag oder sonst irgendetwas, wäre ihnen das klar geworden. In den meisten Fällen ist es so, dass die Menschen, die diese Erlebnisse hatten, sagen, sie hätten drüben auf der anderen Seite längst verstorbene Verwandte oder verstorbene Freunde getroffen und die hätten einen dann meist erklärt, dass man noch gar nicht an der Reihe ist. Aber irgendwo bei diesem Punkt beginnen sich dann so diese Erlebnisse teilweise doch recht voneinander zu unterscheiden. Und wenn Philosophen darüber sprechen, ob es einen Himmel gibt oder nicht, ist das sehr oft der Punkt, wo sie ansetzen, warum es zum Beispiel keinen Himmel geben könnte. Jedenfalls keinen, der für alle gleich ist. Demografen, die schätzen, dass seit Anbeginn der Menschheit ungefähr 108 Milliarden Menschen verstorben sind. So ganz genau weiß man das natürlich nicht, aber es ist so eine Schätzung. Wie groß muss denn da so der Himmel sein, um all diese Menschen oder deren Seelen dort unterzubringen? Oder, und das ist eben eine interessante Frage in diesem Zusammenhang, hat da jeder so seinen eigenen Himmel? Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so bibelfest. Vielleicht kann mir das ja einer von euch beantworten, aber ich meine irgendwo aus dem Neuen Testament gehört zu haben, ich weiß nicht, ob es Jesus war laut dem Testament oder jemand anderes, dass gesagt wurde, es gibt so viele Himmel, wie es Menschen auf der Erde gibt. Und wenn dies tatsächlich so wäre, dann ließen sich natürlich dann auch die Unterschiede in diesen Nahtoderlebnissen erklären. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe medizinisch-wissenschaftlicher Erklärungen, darüber habe ich ja schon des Öfteren geredet hier, was Nahtoderlebnisse sind. Ganz grob zusammengefasst ist es so, dass man sagt, das sind so Abläufe der Körperchemie, die dem Menschen das Sterben erleichtern sollen. Mehr steckt da einfach nicht hinter.
Wir hören uns einfach einmal ein paar dieser Erlebnisberichte über Nahtoderlebnisse an. Und wenn ihr dann mögt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so seht. Der Italiener Salvatore Castello. Der hatte als junger Mann mal einen Unfall mit seinem Motorroller und verlor dabei ein Bein. Er bekam eine Prothese und damit konnte er dann sein weiteres Leben ganz gut gestalten. Aber eines Tages, das war Mitte der 90er Jahre, da war er 62 Jahre alt, da bekam er einen Herzinfarkt. Und über dieses Ereignis, da berichtet er Folgendes. Ich hatte unglaubliche Schmerzen in der Brust. Aber ganz plötzlich, da hörten diese Schmerzen auf. Und ich fühlte mich sehr wohl, so als hätte ich nie irgendetwas gehabt. Also stand ich auf, ich war bei diesem Herzinfarkt gestürzt und sah dann, dass meine Frau über mir kniete, über meinem Körper. Ich lag dort auf dem Boden und rührte mich nicht mehr. Meine Frau hielt das Telefon in der Hand und schrie in den Hörer, dass ein Notarzt kommen sollte. Ich blickte mir hinab und ich hatte beide Beine. Ich sah wieder zu meinem Körper, der dort auf dem Boden lag, und dort fehlte mein Bein. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich, der dort am Boden lag, tot war. Ich war gestorben und das war der Grund, warum ich diese Schmerzen plötzlich nicht mehr gespürt hatte. Ich wollte meine Frau an die Schulter fassen und ihr mitteilen, dass ich noch da bin, aber es gelang mir nicht. Es war so etwas wie eine unsichtbare Wand zwischen uns. Und dann geschah etwas ganz Merkwürdiges. Alles um mich herum, das schien sich aufzulösen. Meine Wohnung, die Möbel, ja sogar meine Frau, verschwanden. Und im nächsten Augenblick, da stand ich auf einem Feld. Ein Feld voller Blumen in Farben, die ich noch nie gesehen hatte. Ich drehte mich im Kreis, aber rund um mich herum bis zum Horizont, da gab es nur dieses Feld mit diesen Blumen. Und ich war ruhig, ganz ruhig. Ich verspürte keine Angst, aber ich verspürte auch keine Trauer darüber, dass ich meine geliebte Frau wohl nicht mehr wiedersehen würde. Ich war einfach dort und mir war klar, dass dies gut so war. Der Himmel, den ich dort sah, der war wie der Himmel, wie ich ihn kannte. Er war blau und weiße Wolken zogen vorüber. Aber nur wenige Sekunden später, da erstrahlte plötzlich ein Licht vor mir, nur wenige Schritte von mir entfernt. Und ich sah, dass sich aus diesem Licht heraus verschiedene Personen zu mir hinbewegten, die allerdings von dem Licht noch überstrahlt wurden. Erst als diese Personen näher kamen, da erkannte ich sie. Es war meine Mama, mein Großvater, meine Schwester, die sehr früh verstorben war. Es waren die geliebten Menschen, die ich in meinem Leben verloren hatte. Und meine Mama, die redete mit mir, aber sie öffnete nicht den Mund dabei. Es war, als ob sie mir ihre Gedanken schicken würde. Und sie sagte, Salvatore, mein Junge, wir werden uns wiedersehen, aber du musst jetzt zurück. Aber ich wollte nicht. Dieser Ort, der war so wunderschön, so wunderbar. Ich wollte dort bleiben. Aber meine Mama sagte, du musst gehen. Und mit einem Mal wurde es sehr dunkel um mich herum. Und dann war es, als ob sich der Boden unter meinen Füßen auflöste. Und ich stürzte. Es war stockfinster, aber ich merkte, dass ich immer weiter, immer schneller fiel. Und dann durchfuhr mich so etwas wie ein Ruck und wie mit einem Knall war ich plötzlich wach. Ich war wach und in meinem Körper und ich holte tief Luft und ich hörte, wie ein Sanitäter oder ein Arzt sagte, wir haben ihn. Ich bewegte den Kopf zur Seite und dort stand meine Frau und ich war glücklich. Ich weiß ja aus den Kommentaren, dass ich auf diesem Kanal sowohl gläubige Christen wie eben auch Atheisten habe. Der nächste Bericht, den ich habe, der dürfte wahrscheinlich, und das meine ich nicht ironisch, die Christen freuen. Auch wenn der Ursprung des Ganzen eine nicht so schöne Sache ist. Es geht um einen Mann namens Jeremy Wolf und der lebte in Miami in den USA. Und er war ein richtig gehender Verbrecher. Von Drogenhandel über Vergewaltigung bis hin zur schweren Körperverletzung, da hatte er so alles durch. Mit 42 Jahren hatte er die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Und eines Tages, da wurde er bei einem Einbruch von der Polizei gestellt. Es gab dann eine nicht genauer beschriebene Auseinandersetzung. Die Polizei schoss auf ihn und die Kugel streifte sein Herz. Und sein Herz blieb stehen. Er sackte tot zusammen und die Polizisten, die begannen damit, ihn zu reanimieren. Über diese Zeit zwischen seinem Tod und der Wiederbelebung,
Da erzählt er, ich erwachte in so einer Art dunklen Raum, es war kalt, ich fror. Ich stand auf, aber ich konnte die Hand vor Augen nicht sehen, so düster war dieser Raum. Und ich weiß noch, dass ich mich fragte, was soll dieser Mist? Wie ich es gewohnt war, wollte ich meine Waffe greifen und griff ins Leere. Und damit meine ich nicht, dass die Waffe nicht da war, sondern mein Körper war nicht da. Und plötzlich wurde es hell in diesem Raum. Und ich sah, wo ich stand. Der Boden und die Wände dieses Raums, die bestanden aus Gewürme. Würmer überall, die sich mit einem ekligen, schmatzenden Geräusch bewegten. Und dann hörte ich eine Stimme, die ich weiß nicht woher kam, und irgendwie schien ich sie in meinem Kopf zu hören. Und diese Stimme, die sagte, schau, was du getan hast. Und dann begann ein Martyrium, das ich gar nicht beschreiben kann. Ich spürte jeden Schlag, jede Verletzung, die ich einem anderen Menschen zugefügt hatte. Und ich hatte vielen Menschen Schaden zugefügt. Ich spürte harte Schläge in meinem Gesicht, an meinem Körper. Ich spürte Tritte in den Magen. Dieser geballte Schmerz, der war kaum zu ertragen. Ich wollte nur noch umfallen und ohnmächtig werden, aber das passierte nicht. Und es mag jetzt verrückt klingen, aber in diesem Moment dachte ich, wenn das nicht gleich aufhört, dann bin ich tot. Dabei war ich schon tot. Ich hatte gar keinen Körper mehr und trotzdem spürte ich diese Schläge und Tritte. Irgendwann hörte das Ganze auf. Und ich hatte jede Person vor Augen, der ich diese Dinge angetan hatte. Und dann war es so, als ob mir jemand einen heftigen Stoß versetzte. Und ich erwachte im Krankenhaus. Dort hatte ich schon mehrere Tage im Koma verbracht. So, und jetzt nimmt diese Geschichte eine ganz andere Wendung, als man jetzt vielleicht erwartet hat. Nach dem Aufenthalt im Krankenhaus, da kam der Mann vor Gericht und landete wieder im Gefängnis. Und er erzählt darüber, natürlich dachte ich über das, was passiert war, immer wieder nach. Aber ich war ein Harter. Es interessierte mich nicht weiter, dachte ich. Aber nachts, wenn ich dort im Bett lag, da gingen meine Gedanken immer wieder zu dem hin, was ich erlebt hatte, während ich im Koma lag. Und dann kam ein Tag, der alles in meinem Leben verändert hat. Es war Abend. Ich hatte Tabak, aber keine Blättchen mehr. Kein Problem, dachte ich mir. Wir hatten ein kleines Regal. Da stand dieses neue Testament drauf. Und mit diesen Blättern konnte man sich auch eine Zigarette drehen. Also nahm ich das Buch vom Regal, schlug es auf und wollte eine Seite herausreißen. Mein Blick, der fiel so auf die ersten zwei, drei Zeilen der Seite, die ich herausreißen wollte. Ich las sie und dann noch ein paar Zeilen und noch ein paar Zeilen. Und dann begann ich, das Neue Testament zu lesen. Von der ersten bis zur letzten Seite. Und da war mir klar, was ich erlebt hatte. Da war mir klar, was ich falsch gemacht hatte in meinem Leben. Und mir war klar, was es zu bedeuten hatte, was ich erlebt habe. Ich fand die Antworten auf meine Fragen in diesem Buch. Jetzt beende ich hier die Geschichte, weil das Ganze ein Ausschnitt aus einem Interview war. Denn dieser Mann, der dieses merkwürdige Nahtoderlebnis hatte, der dann dieses Neue Testament nahm, um sich auf einer Seite eine Zigarette zu drehen, der ist heute Pfarrer. Der hat eine eigene kleine Gemeinde in den USA und er predigt dort. Und in erster Linie ist er unterwegs, um Gangmitgliedern und so weiter seine eigene Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, dass er vielleicht den einen oder anderen auf den rechten Weg führen kann. Ja, auch so etwas kann wohl ein Nahtoderlebnis bewirken. Das Ganze stammt aus einem Bericht einer älteren Ausgabe des Fourth in Time Magazines, die sich dem Thema Nahtoderlebnisse und die Folgen mal gewidmet haben. Und was das betrifft, wie einige Menschen jetzt leben, nachdem sie dieses Erlebnis hatten, darüber werde ich dann auch nochmal ein Video machen, weil da hat es dann sehr interessante Lebensverläufe gegeben nach diesem Erlebnis. Ich habe jetzt hier einen merkwürdigen Fall, das ist der Fall einer Antje von Huysen, das ist eine Niederländerin. Und das ist wirklich ein ganz, ganz merkwürdiger Fall, denn da stellt sich so die Frage, ob dieses Nahtoderlebnis, was sie hatte, willentlich von der anderen Seite herbeigeführt worden sein könnte. Das Ganze stammt wohl, so konnte ich es lesen, aus diesem Sammelsurium an Fällen vom Herrn Pim van Lommel. Der dürfte einigen ja hier bekannt sein. Antje van Huysen, die stammt aus einer Familie, die einen Gutshof besaß. Ein großes Landhaus mit einem großen Grundstück dabei. Dieses Haus, das gehörte ihren Eltern und sie hatte noch zwei Geschwister.
einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Das Verhältnis zu Antje der beiden, das war allerdings alles andere als gut. Und auch das Verhältnis zu ihren Eltern, das war nicht mehr so, wie es früher war, als sie noch Kinder waren. Während der ältere Bruder und die jüngere Schwester irgendwann von diesem Gutshof fortzogen und ihrem eigenen Leben nachgingen, da blieb diese Antje von Husen dort. Dieser Hof, der war groß genug, so dass sie dort eine eigene Wohnung bekam und sich dann dort einrichtete. Und im Laufe der Jahre, da hatte ihr Vater immer wieder zu ihr gesagt, sollten deine Mutter und ich irgendwann einmal nicht mehr leben, dann sorge dafür, dass dieser Hof und das Land nicht verkauft werden. Das soll im Familienbesitz bleiben. Irgendwann starb dann die Mutter der Familie und nur kurze Zeit später dann auch der Vater. Und der Vater von Antje Husen, der hatte ihr gesagt, dass er sie als Alleinerbin eingesetzt habe. Die anderen beiden Geschwister von Antje, die würden etwas von dem Familienbarvermögen bekommen, aber sie sollte den Hof und das Land zusätzlich erben. Nun kenne ich mich im niederländischen Erbrecht nicht aus. Das tue ich ja noch nicht mal bei unserem. Aber es war wohl so, dass die beiden anderen Geschwister, die eine nicht unbeträchtliche Menge Bargeld geerbt hatten, nun auch noch darauf bestanden, dass dieses Gutshaus und das Land verkauft würden und das Geld dann untereinander aufgeteilt würde. Und für Antje Husen, da gab es nun folgendes Problem. Sie wusste, dass sie als Alleinerbin eingesetzt war, aber ihr Vater hatte ihr nie gesagt, wo er sein Testament abgelegt hatte. Und so blieb ihr Einwand, dass sie ja die Alleinerbin sei, juristisch völlig unbedeutend. Ohne Testament war das völlig wertlos, was sie sagte. Also begann sie damit, das ganze Haus zu durchsuchen. Sie durchsuchte wirklich jeden Winkel des Hauses, jeden Schrank, jede Schublade, alles, was man verschieben oder verstellen konnte, darunter sah sie nach. Aber das alles half nichts. Sie fand das Testament nicht. Und ihr Anwalt, der sagte ihr, dass es nun natürlich so wäre, dass die Geschwister von ihr ebenso Anspruch auf einen Teil dieses Hauses und des Gutes hätten. Und solange sie nicht beweisen könnte, dass sie die Alleinerbin sei, dann müsste sie entweder das Geld aufbringen, um ihre Geschwister auszuzahlen, oder das Ganze dann eben tatsächlich verkaufen. Das Geld, das sie von ihren Eltern geerbt hatte, neben dem Gutshaus und dem Land, das reichte aber nicht aus, um ihre Geschwister auszuzahlen. Und eigenes Geld, das sie hätte drauflegen können, das besaß sie nicht, jedenfalls nicht in dieser Höhe, die notwendig gewesen wäre. Eines Abends, da hatte sie Besuch von Freunden. Die saßen dann alle zusammen in der Küche und da wurde dann etwas gegessen und getrunken. Und mit einem Mal sprang sie von ihrem Sitz auf, wurde kreidebleich und fiel um. Sie hatte einen plötzlichen Herzstillstand. Die Gäste, die sie hatten, die sprangen auf und kümmerten sich um sie. Und mehr durch Zufall war an diesem Abend auch ein Arzt dort. Das war so der frische neue Lebenspartner einer Freundin, die sie eingeladen hatte. Und der erkannte sofort, was mit ihr los war und begann mit dem Versuch, sie zu reanimieren. Was während dieser Zeit geschah, das beschrieb sie mit folgenden Worten. Ich schlug die Augen auf und sah meine Freunde, die sich irgendwie panisch verhielten. Ich wunderte mich, warum ich auf dem Boden lag und stand auf. In diesem Moment da erkannte ich, dass irgendetwas anders war. Denn meine Freunde schienen mich nicht wahrzunehmen. Sie kümmerten sich um etwas anderes. Das war mein Körper, der auf dem Boden lag. Ich sah dies und ich wusste, was los war. Denn ich hatte einige Berichte gehört von Menschen, die so etwas erlebt hatten und danach zurück ins Leben geholt wurden. Aber merkwürdigerweise war ich nicht erschrocken oder hatte Angst. Ich saß und es war einfach so. Und dann wurde ich von etwas abgelenkt. Dort, wo die Küchentür war, da erschien ein helles Licht. Und aus diesem Licht heraus, da trat mein Vater. Ich wollte zu ihm und ihn in die Arme nehmen, aber er sagte, dass ich nicht näher kommen solle. Ich blieb also stehen und er sah mich einen Moment lang an. Und dann sagte er mir, dass in seinem Arbeitszimmer dieser große Schreibtisch steht. Diesen hatte ich schon 100-mal gesehen und wusste es natürlich. Und dann sagte er, geh zu diesem Schreibtisch. Dort, wenn du davor stehst, befindet sich am rechten Bein des Tisches eine Zierblende. Löse diese Blende und du wirst finden, was du suchst. Und nun geh. Und mit diesen Worten wurde alles um mich herum schwarz und
Ich hatte das Gefühl, nach hinten zu kippen. Ich riss erschrocken die Augen auf und sah meine Freunde, wie sie über mir knieten. Meine Freundinnen weinten. Die Männer waren extrem nervös. Irgendjemand rief Gott sei Dank. Und dann hörte ich auch schon die Sirenen des Krankenwagens. Jetzt zusammengefasst, sie kam ins Krankenhaus, sie wurde dann irgendwann entlassen, ging nach Hause, öffnete diese Zierblende am Tischbein des Schreibtischs und dort fand sie dann das Testament. Und so war dieser Hof wohl dann ihr Eigentum und damit gerettet. Sie musste dann aber doch noch eine Teilzahlung an die Geschwister leisten, die allerdings im Rahmen dessen lag, was sie an Barmitteln von den Eltern geerbt hatte. Ja, wenn diese Geschichte so stimmt und sich so zugetragen hat, dann könnte man ja sagen, ja, damit ist eigentlich bewiesen, dass es so ein Jenseits gibt oder ein Leben nach dem Tod und dass man dort seine verstorbenen Verwandten wieder trifft. Und das sagen auch viele. Viele sagen, das ist eine von vielen Geschichten, die das Ganze ja irgendwie beweist. Skeptiker, die sagen hingegen, was hier passiert ist, lässt sich sehr einfach erklären. Dieser Schreibtisch, der stand ja nach ihrer eigenen Aussage schon ewig und drei Tage da und sie hat ihn selbst 100-mal gesehen. Diese Sache, dass wenn sie das Testament nicht findet, war etwas, was sie sehr belastete. Und in diesem Moment, in dem ihr Herz stehen blieb, da passieren ja dann im Hirn tausend Vorgänge chemischer Art. Und das hat auch etwas mit Erinnerungen zu tun, die da dann noch einmal ablaufen. Und in diesen Erinnerungen, die da noch einmal ablaufen, hat sie sicher irgendwann einmal mitbekommen, dass ihr Vater dieses Versteck, also diese Zierblende, geöffnet hatte. Sie hat es nur vergessen, dass es diese Zierblende gibt. Und das ist ihr in diesem Zustand einfach klar geworden. Aber diese chemischen Vorgänge, die einen ja regelrecht high machen, die hätten dann zu dieser Vision geführt, dass ihr Vater das erzählt hätte, beziehungsweise ihr begegnet wäre, um ihr das zu verraten. Mehr ist da nicht hinter. Also es ist im Prinip so, diese ganzen Fälle dieser Nahtoderlebnisse, die sind ja nun mal da. Das Problem ist, sie zu beweisen. Das ist sozusagen unmöglich. Ja, und Menschen, die daran eben nicht so glauben, die haben dann natürlich eine ganze Menge Argumente, was es sonst gewesen sein könnte. Eben anstatt eines Nahtoderlebnisses. Aber auch von dieser Seite ist es ja so, dass das auch nur Theorien sind, was passiert sein könnte. Wenn ich jetzt sagen würde, es steht damit so 50-50, dann würde die eine Seite über mich herfallen und sagen, was, es gibt so viele Nahtoderlebnisse, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, dass es danach weitergeht. Und die andere Seite würde sagen, es gibt genug medizinische Hinweise darauf, was in Wirklichkeit passiert sein kann, dass es eben kein Jenseits gibt, dass es eben keine Nahtoderlebnisse sind. Also egal, was ich jetzt sagen würde, eine Hälfte von euch hätte mich nicht mehr lieb. Ja, deshalb würde ich sagen, schreibt doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von speziell diesen Geschichten hier haltet und was ihr von diesem Thema überhaupt haltet. Ja, und ich habe hier die nächsten 5 Tage mein eigenes Nahtoderlebnis mit dem Karneval und hoffe, dass ich das Ganze dann doch noch irgendwie überlebe. Also denkt dran, sollte kommenden Dienstag kein Video da sein, gibt es das ausnahmsweise dann mittwochs. Aber schaut Dienstag einfach einmal rein. Wie immer 19.15 Uhr. Und wenn euch dieses Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.